Hallo, wir spielen heute wieder The Crew und es geht los. Alles klar, wir hatten uns wieder ein Rennen markiert oder was es auch immer ist. Und da wollen wir jetzt hinfahren. So. Und da vorne ist es auch schon. Tamtamtam. Und ich würde sagen, es ist ein Straßenrennen. Freunde, bis zum Ende. Alles klar. Und es ist 11 Uhr mittags. Oh nein, wieder so ein Rallye-Ding. Erkennst du die Kiste? Die gehört der V2 aus St. Louis. Jemandem, der tot sein sollte. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Warte auf meine Jungs, dann findest du es heraus. Ich weiß gar nicht, wie du leiden wirst, wenn ich dich in die Finger kriege. Zoe, Troy weiß, dass ich die V2 nicht gekillt habe. Was? Wie? Keine Ahnung, aber ich habe seine Jungs am Hals. Bist du aufgeflogen? Ich denke nicht. Aber mit Troy will ich nicht mehr arbeiten. Okay, mit Troy will er nicht mehr arbeiten. Das wird ja ganz lustig. Weiß gar nicht, wie du leiden wirst, wenn ich dich in die Finger kriege. Zoe, Troy weiß, dass ich die V2 nicht gekillt habe. Was? Keine Ahnung, aber ich habe seine Jungs am Hals. Bist du aufgeflogen? Ich denke nicht. Aber mit Troy will ich nicht mehr arbeiten. Okay, wir schnell Nito, weil wir haben hier jetzt gelernt. Es bringt nichts, da einfach nur rumzufahren. Oder die einfach wegzurammen. Sondern die muss man einfach abdrängeln. Gut. Sitze, sitze. Gut. Elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, piep. Entkommen. Mission erfüllt. Yeah. Silber. Okay. Beschleunigung. Okay, Simon. Fortfahren. Hoffentlich kann ich die Karre behalten. Das wäre ziemlich cool. Das wäre wirklich ziemlich cool. Ach Mann. Alex, bist du okay? Bestens. Und die V2? Sie ist weg. Tut mir leid, Alex. Troy hat sie. Alex? Okay, ich bin okay. Schätze, ohne Troy stehen wir wieder am Anfang.
So, auf dich hat Troy also einen Killer angesetzt. Wer bist du? Ich heiße Herschel Craig und bin V2 in Chicago. Komm rüber, ich könnte einen wie dich gebrauchen und sorge dafür, dass du am Leben bleibst. Zoe, ein Typ namens Herschel Craig hat mich nach Chicago eingeladen. Fein gehabt. Herschel ist dort V2. Er und Troy wollen V4 für den ganzen Mittleren Westen werden. Er verschafft dir dein Tattoo, Alex. Setze einen Wegpunkt und los. Da war mal wieder ein Auto. So, let's go. Und da ist es. Von 20. Okay. So. Wohin soll ich? Chicago. Okay. Ach, cool. Blitzschnell, also es geht. Sehr gut. Hi, Herschel hier. Ich schicke dir einen Treffpunkt. Fahr hin, klar. Wir können reden. Wurde auch Zeit. Bring mich an diesen Ort. Schnell. Wir reden unterwegs. Der ist ja sehr freundlich, der Typ. Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los! Okay. Mann. Ah. Aua. Gut, noch eine Minute. Du willst dein 510-Tattoo? Ich kann's dir geben. Verhilf mir zum V4 und es gehört dir. Was brauchst du? Troy. Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin V4. Schaffst du das? Ja. Gut. Alles klar. An. Wegen mir nicht zurück. So. Oh oh. Schaffen wir das? Oh. Okay, wir sind fast da. 3, 2, 1. Ja. Sehr gut. Noch rechtzeitig geschafft. Yeah, Stufe 81. Okay. So. Weiter geht's. Da sind wir. Gut, wir haben einen Deal. Schlage Troy, hol mir mein V4 und du bekommst dein Tattoo. Harry. Check die Karte. Du musst ein Rennen gewinnen. Dann gibt es das Tattoo? Das war der Deal. Jetzt verdienst du.
Wieso muss ich irgendeine Stufe sein? Stufe 9, okay. Normal, erbitterter Zweikampf, Stufe 9. Wieso, was sind wir für eine Stufe? Stufe 8. Okay, das ist auch das. Naja, okay. Gut. Okay, da ist irgendwo dieses Funkding. So, komm vorwärts. Naja, okay, da ist es nicht. Gibt es irgendwo eine Gasse, wo man rein kann? Nee. Gibt's nicht. Ah doch, hier, klar. Da. Let's go. So, wo haben wir den Kleinen? Aha, da hinten. So. Ja, ja. Aha. Okay. So. So, hier irgendwo muss jetzt eins sein, was wir an sich hier machen können. Okay, na gut. Machen wir mal eine Blitzreise. Und es geht los. Ach so. Ach Mann, ein blödes Flugzeug. Zack. Naja. Okay. So, Blitzreise. Und gleich wieder los. Naja. Okay, zack. Zack.
Ach Mann, so. So, zack. So. Und jetzt schnell losfahren. Flupp. Mülleimer für alle. Tschüss. Ja. Mülleimer für alle. So. Wir müssten genau in die andere Richtung. Ach, Sprungtest, gut, das ist gut. Ja, doch, doch, dahin. So. So, haben wir es. Ja. So. So. Jetzt komm. So. Entschuldigung. Tut mir wirklich leid. Nein, tut mir nicht. Aha, okay. Yay, hallo meine Freunde. Ja, Gold. Oder? Ja, Stufe 9. Gold. Effekt minus 1. Ah, nein. Genau, Teil aufbewahren. Gut, fortfahren. So, jetzt können wir uns endlich dieses Render mal angucken. Wo haben wir es? Da. Spielen. Ah, wieder einzeln. Let's go. Gut.
Die Mission beginnt gleich. Alex, pack die Koffer. Du fährst nach Vegas. Auf Urlaub, ja? Wieder falsch. Na toll. Du musst einem Mitarbeiter von mir einen Gefallen tun. Ich bin nicht ein Laufbursche. Das ist Arbeit. Er ist ein, sagen wir, Logistikexperte. Er kann alles überall hinbringen. Ich will ihn in der Crew. Oma. Der Name. Omar. Ist klar. Den Kerl. Triff ihn in Vegas. Ab zu Oma. Nach Vegas. Tam tam tam. Willkommen in Vegas. Geil. Der Typ ist da. Bist du Zoes Mann? So würde ich es nicht ausdrücken. Du musst Omar sein. Wenn Zoe dich geschickt hat, bist du gut. Du musst ein Rennen für mich gewinnen. Klammern. Ich habe mir Geld gesetzt. Schaffst du das? Ist doch cool. Wir haben es drauf. Machen wir schon. Ach du Heilige. Mal sehen, ob Zoe aufs richtige Pferd gesetzt hat. Ach du heilige Scheiße. Eins, go. Zoe sagt, für dich sei das ein Kinderspiel. Ja. Zeig, dass sie recht hat. Oh mein Gott. Ich muss zugeben, du fährst viel besser als ich. Geil. Ist ja echt geil hier so schön im Gebirge. Geil. Wirklich geil. Wow, ey. So. So, let's go. Endspurt. So. Yeah. Ja, das war ja easy. Easy peasy. Crazy. Und der da, da hat er aber richtig auf den richtigen Mann gesetzt. Nein, wie dich könnte ich in der Crew gebrauchen. Bin dabei. Mabel Zoe will, dass ich in New York was auf die Beine stelle. Was ist in New York? Ja, ja, a bientôt. A bientôt, Alex. Let's go. Okay. Cool. Stufe 90. Okay. So, und da sind wir wieder. Ist okay. Crazy. Okay, machen wir jetzt noch mal kurz das. Ein neuer Fahrer ist in der Stadt.
Er hat dich in Detroit herausgefordert. Aha. Erinnere mich. Er ist jetzt Troys Hauptmann. Statuiere an ihm ein Exempel. Machen wir diesen kleinen Mistkerl fertig. Du wieder. Ich hab Troy gewarnt. Du hast nicht den Killerinstinkt, der einen Penner von einem 5'10 unterscheidet. Junge, das wird dein Untergang. Ist klar. Dann los. Drei, zwei, eins, go. Du demütigst den Hurensohn, hörst du? So ist's geplant, Hirsch. Und jetzt lass mal. Alles klar. Okay. So, let's go. So. So, Ari. Lasse mal, oh, weiter so. Nein. Mann, der bringt die Kacke zum Dampf. Aber so richtig! Hirsch, ich fahre hier, vergessen? Ja, ja, sicher. Ist nur schwierig, sich dich völlig mitreißen zu lassen. Tja. Gut. Du schaffst es, Mann! Ich bin so aufgekratzt! So, let's go! Let's go! Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Kleinen Mistkerle. Fahr über die Ziellinie. Los, Junge, los! Mach ich. So, so sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus. Geht doch. So sieht das aus. Ja, yeah, schön Points gemacht. Wochenwunder, Stufe 10. Krass. Wow. Geil. Na ja, klar, krass. 115. Wahnsinn. Wow, es läuft. Du kennst das 5'10 Credo Hombre. Verschwinde von hier und freu dich, dass du deine Karre behalten kannst. Lampen. Du scheinst dir einen Namen zu machen. Ein Geländetuner in New York hat sich über das 5'10-Net gemeldet. Du kannst ihn jederzeit aufsuchen. Aber werd erst hier fertig, bevor du an neue Ausstattung denkst. Geländefahrzeuge zeichnen sich durch Kraft und Vielseitigkeit aus. Sie sind ideal für wechselndes Terrain. Genau richtig, wenn du nicht weißt, was kommt. Geländeausstattung passt da, wo der Straße nicht zu trauen ist.
Cool. Ist klar. Gut. Okay, das wär's dann mit unserer Folge von The Crew. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.